Nacht, Jan. Schlaf schön. Das wollte ich auch gerade sagen. Schlaf schön, Henry. Wir sehen uns morgen an der gleichen Stelle. Ja, hier. Alle Augen zugemacht. Wir schlafen jetzt die ganze Nacht. Henry? Henry? Henry! Was ist denn? Da ist ein Geräusch. Was denn für ein Geräusch? Na, hör doch mal hin. Das hört sich aber komisch an. Sowas habe ich ja noch nie gehört. Dann ist es bestimmt ein Cowboy. Was? Das glaube ich nicht. Also pass mal auf. Ich weiß nämlich alles über Cowboys, weil ich diese ganzen Bücher alle gelesen habe. Cowboys essen gerne Bohnen, die sitzen gerne am Lagerfeuer und sie reiten immer auf einem Pferd. Und dieses Geräusch kommt weder von den Bohnen, noch vom Lagerfeuer, noch von einem Pferd. Vielleicht sitzt der Cowboy nicht auf einem Pferd, sondern fährt auf einem Motorboot herum. Ja, klar. Was? Na, kann doch sein. Immer nur reiten ist doch auch langweilig. Stimmt eigentlich. Da könntest du recht haben. Komm, wir suchen ihn mal. Ja. Wo kommt es her? Das Geräusch. Vielleicht von da? Oder von dort? Von diesem Ort? So ein Quatsch. Da bei dir? Es kommt von hier. Aus der Höhle von Mauli Maulwurf. Klopfen wir mal an. Vielleicht hockt sie ja mit dem Cowboy zusammen auf dem Motorboot. Ja. Mauli! Mauli! Hallo, Mauli Maulwurf. Deine Haare sind ja ganz nass. Bist du vom Motorboot ins Wasser gefallen? Hallo, was redet ihr zwei denn da? Erzähl doch mal. Ja, schieß los. Wir hören dir gerne zu. Aber ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Ich war nicht auf einem Motorboot, ich bin auch nicht ins Wasser gefallen. Ich habe mir lediglich die Haare gewaschen und war gerade dabei, sie zu trocknen. Genau das ist das Geräusch. Von dem Motorboot. Aha, das ist aber mein Föhn. Ach so. Ach, das habe ich mir ja gleich gedacht. Was ihr aber auch immer für Ideen habt, die sollte man euch mal wegföhnen. Jetzt bin ich aber auch ganz doll müde. Du auch, Henry? Ja, ja. Schlaf gut, Henry. Gute Nacht. Ob Cowboys wohl wirklich manchmal mit einem Motorboot herumfahren? Was meinst du, Jan? Jan? Jan! Schläft schon. Dann muss ich ihn wohl morgen fragen.